Plan C, yeah! Ich brauche einen Plan C. Plan C ist so geil. Plan C? Ja. So, jetzt machen wir mal ein kleines Feuer. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Gut. Sehr schön. So will ich das sehen. Da muss er auch genau in das blöde Loch einfallen, ne? Oh, jetzt brennt so. Bei Brandgefahr. Du bist noch, genau. Und jetzt schmeißt du es einfach da rein, machst es ein bisschen nach hinten. Und jetzt kannst du das Reisig drauf schmeißen. Bei Brandgefahr. Ja. Ja, nimm Mickeln. Du musst mal so nach hinten. War da jetzt schön. Die Doppel sind mit drin. Und dann kannst du die dickeren mal rausschneiden. Genau. Da ist ein dicker Ast drin, siehst du? So ein dicker Ast ist es immer schwer. Das ist, guck mal, hast du genau den Ast gespalten, siehst du das? Ja. Das ist klar, das geht schwer. Ja, heute geht es um eine VA für den Kanal Hornsby, Hornsby 55. Und zwar hat er gesagt, das sollte sowas mit Natur und ja, dass man eben so keinen Zivilisationslärm hört. Also wir sind hier an so einem alten Steinbruch und hier hörst du eigentlich so gut wie gar nichts. Es ist ganz selten, dass hier mal so ein Hubschrauber drüber fliegt. Der fliegt dann da zum Krankenhaus, das ist so, ja, so 5 Kilometer weg oder 6. Aber sonst hörst du hier eigentlich gar nichts. Also Straßen sind hier so weit und breit eigentlich keine. Hier vorne ist ein Bewirtschaftungsweg, der wird aber wirklich, weiß ich nicht, ganz selten mal. Hier sind Vögel ohne Ende, jetzt richtig schön Stille. Hört man jetzt bloß nicht, weil das Feuer so knackt. Wind hört man, Vögel hört man, die Bäume hört man rauschen, das Feuer brennt, der Kaffee kocht, ist herrlich. Ja, mir geht's heute darum. Und zwar hat er ja gesagt, das Ganze sollte sowas mit Outdoor und sowas zu tun haben. Und mir geht es darum, die Frage, weil ich habe ja selber jetzt eine VA, ein Giveaway gemacht für 100 Abonnenten. Und da ist mir so eingefallen, aber ich hatte das so offen gelassen, dass jeder drehen kann, was er will. Und ich hatte das aber, da hatte ich so eine Idee, und zwar, wie beeinflusst das Hobby Buschkraft oder wie immer man das nennen will, ich nenne es halt rumtreiben und so, wie beeinflusst das so den Alltag von einem? Und ich muss sagen, eigentlich ganz schön viel. Weil, ja, wie soll ich sagen? Ich hatte vorher so das Hobby, oder ich hab das Hobby auch heute noch, ich mach's bloß weniger. Das ging alles rund so um Shopper, um Motorräder, um Partys, um ja auch Motorradclub-Geschichten und sowas. Und das ist schon ein ganz anderes Leben. Also ich könnte heute zum Beispiel auf eine Party gehen bei den Brockenbikern da in Herzberg. Und heute Morgen ist mir so eingefallen, irgendwie habe ich so keine richtige Lust. Weil es ist halt immer dasselbe. Man trinkt viel, man trinkt zu viel. Das Geld tut dann im Endeffekt leid. Und vor allen Dingen die ganze Zeit ist weg, weil der Sonntag hängt ja dann noch mit dran, wo du dann eigentlich nur noch auf dem Sofa liegst und dich auskurierst. Und da ist mir sowas hier viel lieber. Und im Alltag ist das so, dass ich jetzt, also so die letzten Jahre, wo ich das jetzt wieder so regelmäßig mache, mir aufgefallen ist, dass man mit anderen Augen durch die Natur geht. Dass man halt so... Weiß ich nicht, ich fahre jetzt LKW und da ist mir aufgefallen, dass man viel so in Waldgebiete dann vom LKW aus guckt und so denkt, oh, guck mal hier, ein schönes Waldgebiet oder schöne Landschaft. Und man sieht die Natur irgendwie mit anderen Augen und auch im Alltag beschäftigt einen die Natur viel mehr. Und ich muss auch sagen, dass ich in vielen Sachen umgedacht habe, so von vielen Sachen, dass ich jetzt so sage, ich will nicht mehr dieses ganze
vorgepackte und aus Supermärkten und ich meide eigentlich große Menschenaufläufe. Wenn jetzt irgendwelche Stadtfeste sind oder so, das ist einfach nicht mein Ding. Also ich bin viel lieber, auch wenn es sein muss, alleine in der Natur. Ja, und fühle mich einfach ganz alleine. Und das beeinflusst schon den Alltag, so im Gegensatz zu früher, sage ich jetzt mal. Ne? Jetzt ist es bei mir so, dass ich die beiden Hobbys so ein bisschen miteinander verbinde und dann halt auch öfters mal, sei es Magnetangeln oder einfach nur im Wald gehe und so und fahre dann halt mit dem Motorrad. Das ging natürlich früher mit dem Chopper nicht, das geht heute mit der Enduro sehr gut. Ja, und so verbindet man das dann so ein bisschen. Und das war früher halt nicht so, ne? Bin ich in eine Tankstelle gegangen und habe halt gesucht und habe gedacht, oh, guck mal hier, tolle Motorradzeitung und hast du nicht gesehen und hier die neue Custom Bike, Biker News und so weiter. Und heute gehst du halt so in die Tankstellen rein und denkst dir so, oh, guck mal, eine Jagdzeitschrift. Und jetzt hatte ich vor kurzem so eine Zeitung in der Hand, die hieß Walden. Weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt. Also, ja, schönes Ding, aber natürlich wieder Hochglanz und die sollte damals noch 8 Euro oder so kosten. Und da habe ich mir gesagt, nee, also dafür muss ich mir keine Zeitung angucken. Da gehe ich lieber selber in den Wald, das kostet mir gar nichts. Ne? Da muss ich nicht 8 Euro für bezahlen. Und ja, ich weiß nicht. Ich habe schon zu Kumpels auf Motorradtreffen gesagt, weil die eben auch gesagt haben, ja, du kommst nicht mehr so oft, man sieht dich gar nicht mehr und so weiter. Da habe ich dann gesagt, du, ich habe heute ganz andere Interessen. Ne? Früher habe ich mit staunenden Augen vor so einer Shopper gestanden und habe gesagt, boah, geil, umgebaut, mache ich heute auch noch, aber eben nicht mehr so wie früher. Und heute gehe ich halt irgendwie hin und sage, ey, klasse Messer oder hier ist gerade wieder neue, schöne Condor-Machete oder hier, ich gehe auf die Motorradmesse und kaufe mir einen Lederhut für den Wald. Ne? Oder ich gucke hier den schwedischen Rucksack und finde den toll und andere Sachen und alles, was so mit Outdoor und Wandern und Natur erleben und ja, das ist Wahnsinn. Ich sage, ich bin mit dem Motorrad bestimmt an der Teufelsmauer in Blankenburg, die sieht man eigentlich von der Straße aus. Wenn man richtig hinguckt, sieht man die, gerade so den Großvaterfelsen und so. Da bin ich 100-mal dran vorbeigefahren, das ist mir nie aufgefallen. Und jetzt, wo ich viel draußen bin mit den Outdoor und so, ne? Da fährst du mit dem Motorrad Sachen lang und guckst, du bist eigentlich mehr nach rechts und links gucken, als fast wenn du dich auf die Straße konzentrierst, weil du einfach die Natur ganz anders erlebst. Du siehst ganz anders, du hast ganz andere Sachen, wo du drauf achtest und so. Und das, ich finde, das beeinflusst meinen Alltag schon sehr viel. Und ich finde das auch gut, dass es so, dass der Alltag dadurch beeinträchtigt wird und nicht durch Spritpreise oder wo kriege ich jetzt den lautesten Auspuff her? Oder wie komme ich durch die nächste Polizeikontrolle? Oder wie komme ich nach dem Motorradtreffen überhaupt noch jemals wieder nach Hause? Oh mein Kaffee kocht. Ja, dann soll man noch so Kritik an seinen Kanal üben. Oder es soll auch so ein bisschen um seinen Kanal gehen. Also Kritik nehme ich mir jetzt einfach mal nicht raus, weil ich mache das selber noch nicht lange. Und ich muss auch ehrlich sagen, mir fällt jetzt auch so spontan jetzt nicht unbedingt was ein, wo ich sage, wie kannst du denn das? Oder weiß ich nicht. Bei manchen ist es so, da nervt mich manchmal so ein bisschen so die Musik oder dass ich sage, oh, das ist jetzt zu viel oder das dauert jetzt zu lange oder das ist zu langatmig. Aber ich denke mal, bei meinen Videos wird es genauso sein. Ich selber mache eigentlich gar nichts mit Musik. Ich habe am Anfang im Intro so ein ganz klein bisschen Musik, aber ansonsten eigentlich gar nichts. Mit Zeitlupe habe ich noch nichts gemacht. Nachbearbeitet werden meine Videos gar nichts eigentlich. Ich schneide die nur. Das ist eigentlich alles. Da mache ich vielleicht mal so einen Bildtitel oder sowas rein. Ja, ansonsten, also wie gesagt, mir fällt bei seinem Kanal jetzt nichts Negatives ein. Positives schon, und zwar seine Messervideos finde ich ganz gut, weil er hat so eine ruhige Art an sich. Ich mag das sowieso, wenn Menschen so eine ruhige Art an sich haben und nicht so, wie soll ich sagen, so hibbelig sind und so ganz nervös. Und ja, er hat so eine schöne ruhige Art an sich. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Und am besten hat mir von seinen Videos bis jetzt gefallen, das, wo er diese, ich glaube es waren vier oder sogar fünf, nee vier Kondommesser verglichen hat. Weil das erste Mal war, dass man so einen Vergleich hat, dass man die wirklich so nebeneinander gesehen hat. Ich hatte zum Beispiel immer gedacht, dass was diesen Nessmuk da nachgeahmt wurde, dass das eigentlich viel kleiner ist. Und wo ich dann gesehen habe, wo die dann so nebeneinander liegen, da dachte ich, das ist eigentlich gar nicht so klein, wie ich dachte. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Oder weiß ich nicht, oder andere Videos, auch seine, wenn er wandern tut oder so, einfach so seine ruhige Art. Oder wenn er kochen tut, ist auch immer cool.
ja, ist auf jeden Fall so einer der Kanäle, wo ich sage, doch, gucke ich mir öfters an. Ja. Und gefällt mir. Also Daumen hoch und Glückwunsch zu den minus 500 waren es, glaube ich. Ne? Waren ein bisschen unter 500 Abonnenten. Obwohl ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Das geht ja dann ruckzuck. Und ist ja auch gut so. Also ich wünsche dir, weiß ich nicht, 50.000 Abonnenten, weil die hast du dir verdient. Und bleib, wie du bist. Bleib so ruhig, so gelassen. Ja, passt in die Welt. Macht's gut.